Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Ich habe euch ja gefragt, was sind eure Themen, was wollt ihr gerne wissen, wo wollt ihr ein neues Tutorial-Video dazu haben, und da ist eine Frage, hat sich da ganz klar rauskristallisiert, und zwar, wie compounde ich richtig? Deshalb, wenn euch das Video gefällt, gerne mal runterscrollen, subscriben, liken und natürlich die Glocke aktivieren, und in diesem Sinne starten wir gleich rein ins Tutorial nach dem Intro. Let's go! So, also, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar beschäftigen wir uns ja mit der Frage, wie compounde ich richtig? Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil so könnt ihr aus kleineren Positionen euch richtig große Positionen bei so einem krassen Bullrun nach oben hin aufbauen. Das heißt, ihr könnt aus so einer 10.000er Position eine 100.000er Position zum Schluss offen haben. Und wie das Ganze jetzt funktioniert und was ihr beachten müsst, vor allem, das erkläre ich euch jetzt hier. So, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir hier unten bei diesen $22.561, ja, in diesem Bereich hier, einen Trade eröffnet haben. Der Trade läuft gut, wir steigen hier schön nach oben, ja, und jetzt ist die Frage, wann soll ich compounden? Das Ding ist, ich bin eigentlich eher immer der Freund, ich compounde erst, wenn sich ein neues Chart-Pattern entwickelt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Positionsgröße von $10.000 mit einem Hebel von 10x, und wir sind jetzt hier schön nach oben gepusht. Jetzt ist es so, dass ich dann mir anschaue, okay, bildet sich denn jetzt ein neues Chart-Pattern, wie zum Beispiel hier. Wir machen das mal in einer anderen Farbe. Ja, das sieht mir jetzt ein bisschen blöd. Machen wir es. Lassen wir es rot, okay. ob sich hier jetzt ein neues Chart-Pattern bildet. In diesem Fall hat sich jetzt hier ein Descending Triangle gebildet, was natürlich eher ein bearishes Chart-Pattern ist. Das Ding ist jetzt, dass wir hier trotzdem nach oben hin ausgebrochen sind, und ich mache das dann immer so, wenn sich ein neues Chart-Pattern bildet und wir brechen nach oben hin aus und wir haben hier unten schon unsere Position offen. Ja? Wollen wir hier noch ein bisschen raus, und wir haben hier unten schon unsere Position offen, dann verdopple ich meine Position. Das heißt, ich nehme jetzt diese Linie hier nochmal, und das ist jetzt unser neuer Entry. Ich nehme jetzt diese Position und verdoppel diese. Das heißt, meine Größe von, das nehmen wir auch nochmal mit, 10.000 ist jetzt nicht mehr 10.000, sondern dies 20.000. So. Wir traden im Moment in diesem Bereich. Das heißt, unser Entry schiebt sich um 50%, also genau um die Hälfte des, von unserem Einstieg zu dem aktuellen Preis nach oben. Also circa hierhin. Ja? Ungefähr die Hälfte. So. Wir traden jetzt in diesem Bereich hier. Wir haben unsere Position von $22.564 auf $24.575 erhöht, weil es genau hier diese Hälfte ist von dem Punkt, wo wir halt jetzt gerade traden. Ja, ihr seht es ja hier schön, ist genau die Hälfte. Das heißt, wenn ihr immer verdoppelt, verschiebt sich euer Einstiegskurs um die Hälfte nach oben. Und was ich dann immer mache, ist auf jeden Fall, das zeichne ich jetzt hier auch ein, so zack, und unseren Stop-Loss setze ich mal grün. Das ist jetzt mein Stop-Loss und setze mein Stop-Loss auf jeden Fall in Gewinn. Okay? So, jetzt sehe ich, oh, es läuft ja alles nach Plan. Es läuft alles nach Plan und wir steigen hier weiter nach oben und pushen hier mega hoch. Okay? Dann warte ich erstmal ab und schaue, okay, bildet sich jetzt ein neues Chart-Pattern? Oder kriegen wir Support von unseren EMAs, was ich euch auch schon sehr oft in meinen Videos erklärt habe, dass Bitcoin sich sehr, sehr gerne an den EMAs bei so einem Uptrend aufhält und sich danach dann richtet. Ja? Und das Gleiche könnte man jetzt sagen, okay, alles klar, wir sind jetzt hier hochgepusht und haben jetzt hier den 20er EMA, den 21er EMA hier unten jetzt wunderschön angetestet. Also sage ich mir, okay, alles klar. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir hier weiter nach oben steigen.
und ich sage, okay, ich compounde nochmal. Das heißt, meine neue Position, also die alte ist ja das hier, meine neue Position verschiebt sich jetzt wieder um die Hälfte nach oben und mein Einstieg ist jetzt bei 26.323 Dollar und meine Position ist aber schon 40.000 Dollar groß. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, weil ich jetzt nicht genügend Kapital zur Verfügung habe, um das Ganze zu compounden, setze ich meinen Hebel jetzt einfach mal auf 50x. Gleichzeitig setze ich aber wieder mein Stop-Loss erneut wieder ganz leicht in den Profit, damit ich kein Minus mehr machen kann. Okay? Dass ich hier kein Minus mehr machen kann. Wichtig ist dann auch sowas, bei sowas, ihr seht ja hier selbst, mein Einstieg ist jetzt hier in diesem Support-Bereich, wo sich hier gebildet hat, ja, von diesen Chart-Pattern, von diesem Descending Triangle. Also eigentlich perfekt als Stop-Loss auch geeignet. So, jetzt, was passiert jetzt? Wir steigen wieder auf und wir nehmen jetzt schon eine 40.000 Dollar Position mit dem nächsten Run-Up mit. Ja? Jetzt ist es natürlich so, jetzt müssen wir dann ganz klar dann halt auch wieder schauen, bildet sich wieder ein neues Chart-Pattern. Da ist es jetzt ein bisschen schwieriger gewesen, weil ihr seht ja hier, wir haben hier so eine kleine Bull-Flag ja gebildet. In diesem Bereich und sind hier nochmal massiv abverkauft worden. Und genau das ist der Punkt. Wenn so eine große Liquidation Candle kommt, wie hier, wie ihr das hier schön seht, ja, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr euren Einstieg so wählt, dass ihr bei der nächsten Supportzone seid, ja, wo auf jeden Fall erstmal ein sicherer Hafen für euch ist. Und wenn es dann so eine Liquidation Candle gibt und wieder massiv aufgekauft wird, dann seid ihr hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite und werdet halt nicht ausgestoppt. Ne? Und jetzt ist es dann auch so, dass sich hier wieder ein Descending Triangle gebildet hat, was eigentlich auch wieder ein bearishes Chart-Pattern ist, aber Bitcoin ist es bei so einem krassen Bullrun nach oben, macht diese Chart-Pattern gerne zu bullischen Chart-Pattern, so blöd sich das im Moment auch anhört. Aber das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt sind wir hier wieder ausgebrochen. Ich warte hier auf einen Retest, was wir hier auch wunderschön schön gesehen haben. Warte auf einen Retest des Chart-Patterns und dann steigen wir wieder nach oben. Und wenn ihr natürlich auf Nummer sicher gehen wollt, dann wartet erst, bis wir hier oben angekommen sind und wir sozusagen ein Higher High gebildet haben. Und dann sage ich mir, alles klar, geile Sache. Ich nehme wieder meinen Einstieg und verdoppel wieder. Und mein Einstieg verschiebt sich wieder um die Hälfte nach oben. Zack. So, und wir haben jetzt eine Position von 80.000 Dollar offen. Ja, von 80.000 Dollar offen. Jetzt können wir eine 80.000 Dollar Position bei diesem Ausbruch bis nach hier oben hin mitnehmen. Und jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wenn wir jetzt mal schauen, was das hier jetzt war von dem Ausbruch jetzt bis nach hier oben, wären es nochmal 32% gewesen. 32%. Ja, das ist übelst heftig. Das ist richtig, richtig krass. Und eine 80.000er Position mit 32%, ja, Leute, da hätte das Ganze mal richtig gescheppert, ja. Und so baut man sich einfach riesige Positionen auf mit wenig Risiko. Und natürlich setze ich dann hier wieder ganz klar mein SL, setze ich natürlich hier auch wieder dann ganz leicht in den Profit, ja. Und somit ist aus einer 10.000er Position, die wir hier unten gestartet haben, bei 22.500 Dollar, ist jetzt eine 80.000er Position geworden mit einem 50er Hebel. Und natürlich, man kann den Hebel dann auch auf 100x stellen, ja, wenn ihr dann mehr Kapital wieder braucht. Und dann sage ich einfach, okay, ich habe jetzt schon so viel Profit genommen und so viel Profit realisiert. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal einen Teil von meiner Position raus, ja. Ich sage jetzt zum Beispiel, hier an dem Punkt, wo wir hier wieder so eine Konsolidierung hatten, in diesem Bereich hier oben, ihr seht das hier, diesen Bereich, wo wir hier wirklich hin und her konsolidiert sind und wir dann nach unten gebrochen sind. Und dann sage ich einfach, okay, komm, ich mache jetzt aus dieser 80.000er Position mit 50er Hebel, mache ich eine 30.000er Position. Ja. Das heißt, ich nehme 50.000 Kontrakte, nehme ich hier oben, das nennen wir hier jetzt mal Gewinn,
Gewinnmitnahme. So. Und ziehe mir hier oben einfach mit 50.000 Kontrakten, ziehe ich aus der Position raus. Mache ich ganz normal mit Sell. Ja, und habe hier dann Gewinne realisiert und setze mein SL, lasse ich einfach so laufen. Und lasse die Position einfach weiterhin offen und schau, was passiert. So, wenn wir hier jetzt dann nach unten gefallen wären, wären wir ausgestoppt worden. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben dann einen wunderschönen Trade mitgenommen und genau das gleiche kann man dann hier wieder machen. Ja, man geht hier wieder rein, man erhöht seine Position, setzt sein SL in den Profit, man nimmt einen Run-Up mit, wartet aufs neue Chart-Pattern, nimmt wieder einen Run-Up mit, wartet aufs neue Chart-Pattern und so baue ich mir meine Positionen auf, wo ich auch damals noch sehr, sehr geringes Kapital gehabt habe, bin ich mit einer 1000er-Position rein, ja, 500er und hatte dann zum Schluss trotzdem eine 10.000er-Position offen, obwohl ich mir das eigentlich theoretisch, wenn man so sagt, ja gar nicht leisten könnte. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Und so kann man sich halt im Laufe der Zeit wunderschöne Positionen aufbauen und wunderschöne Positionen compounden. Wichtig ist nochmal zum Schluss, dass ihr euren SL auf jeden Fall nachzieht, weil denkt daran, dass euer SL, wenn wir hier unten unsere Position aufgemacht haben, ja, wenn wir hier unten unsere Position aufgemacht haben, dann ist euer SL, setzt ihr ja hier als kleine Absicherung erstmal nach hier unten. Wenn ihr dann hochcompoundet, zieht euren SL nicht automatisch mit nach oben. Das heißt, ihr müsst euren SL anpassen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr das vergesst, ist euer SL hier unten. Ihr habt aber trotzdem dann eine verdoppelte Position und könnt natürlich dann viel, viel mehr Minus machen, ne, als davor. Deshalb da auf jeden Fall immer aufpassen. SL immer dann leicht in den Profit setzen und die Position einfach für sich arbeiten lassen. Einfach für sich arbeiten lassen. Und auf ein neues Chart-Pattern warten, wie ich es euch gerade erklärt habe. Wenn dann ein neues Chart-Pattern kommt und man bricht hier positiv aus, dann Position vergrößern, SL wieder in den Gewinn setzen und Position für sich arbeiten lassen. Man kann natürlich auch sagen, ich erhöhe meine Position nicht um das Doppelte, sondern mal nur um ein Drittel immer. Ja? Es geht natürlich genauso, Leute. Ich habe es euch jetzt einfach nur damit gezeigt mit einer Position Verdopplung, weil man dann halt wirklich schön sehen kann, dass sich der neue Einstieg einfach zwischen euren Entry und dem aktuellen Kurs einfach direkt in die Mitte reinschiebt und so kann man das halt immer gut, gut sehen und halt gut handhaben, wie die neue Position dann ist und wo vor allem dann euer neuer Entry ist. Ja. Wenn ihr euch natürlich nicht sicher seid, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich verdoppel jetzt um 500 oder um 1000, ja, nehmen wir mal das Beispiel 1000, ich verdoppel jetzt immer um 1000 Kontrakte von hier unten, statt gleich zu verdoppeln, verdoppel um 1000, mein Einstieg setze ich hier hin, ich setze mein Take Profit in den Plus, ja, mein Einstieg verschiebt sich dahin, ich schiebe mein Take Profit in den Plus und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man auch wunderschön sich natürlich die Positionen aufbauen kann. So könnt ihr halt in kleineren Schritten nach oben gehen, ja, und eure Position vergrößern. Aber wie gesagt, nochmal zum Schluss zusammengefasst, wenn ich compounde, ich verdoppel meine Position dann immer, ich warte aber vorerst immer auf ein neues Chart-Pattern, immer. Am besten in einem 4-Stunden-Chart oder im 1-Stunden-Chart, und wenn sich natürlich dann sowas bildet hier oder auch hier so eine kleine Bullflag, ja, dann erst dann verdopple ich meine Position und erst dann compounde ich nach oben. Sonst nicht, weil sonst werdet ihr ganz schnell gerackt und das will natürlich keiner. In diesem Sinne soll es auch schon gewesen sein zum Thema Compounden. Wenn ihr Fragen noch habt zum Compounden, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber ich glaube, ich habe das jetzt für euch einigermaßen gut erklärt, hoffe ich zumindest. Lasst natürlich ein Abo da, lasst natürlich ein Like da und aktiviert die Glocke rechts daneben, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr weitere Tutorial-Videos sehen wollt, dann schreibt es gerne auch unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und auf jeden Fall eure Meinung würde mich interessieren, ob man hier so eine kleine Serie starten könnte mit kleinen Tutorial-Videos, wo ihr euch anschauen könnt. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und in diesem Sinne haut rein, Leute. Euer Basti. Ciao, ciao.